eurem Kanal bzw. zu einem neuen Video. Ich weiß, ich war letzte Woche irgendwie gar nicht da auf YouTube, also ich habe noch Kommentare und so beantwortet, aber ich habe eben keine Videos hochgeladen, es tut mir leid, aber ich war eben im Urlaub bzw. in Kopenhagen. Auf jeden Fall gibt es heute von mir einen Summer Try-on Haul. Die Sachen, die ich da gekauft habe, liegen jetzt schon so lange bei mir und oh mein Gott, warum drehe ich keinen Haul? Ich weiß es nicht. Und alle Leute laden schon Back-to-School-Videos hoch, irgendwelche Study-Essentials und das alles. Und ich denke mir immer nur so, ich habe noch einen Monat Ferien, ich möchte noch Sommer haben. Und deswegen gibt es heute ein Sommervideo von mir. Und ich hoffe, dass es euch gefällt. Und ich würde sagen, fangen wir gleich mal an. Ich würde sagen, ich fange an mit H&M. Und zwar habe ich mir da nur zwei Sachen gekauft. Aber die Sachen habe ich echt schon jetzt ein paar Mal angehabt. Auf jeden Fall habe ich mir diesen Jumpsuit hier gekauft. Ich bin jetzt wahrscheinlich ziemlich überbelichtet. Aber ich finde den irgendwie total schön. Also der hat hier dann auch noch so etwas zum Zubinden. Und ich finde den einfach ganz hübsch und ist sehr, sehr schlicht, weil es eben nur in weiß und schwarz gehalten ist. Dann habe ich noch so eine Schlafshorts mitgenommen und ich liebe die jetzt schon über alles, denn erstens hat sie eine Schleife, das soll übrigens eine Schleife sein, also ich weiß nicht, ob man das erkennt, aber das soll eine Schleife sein. Dann ist sie pink und ich liebe solche babyrosa Töne, ich finde die einfach total niedlich. Und es sind Katzen drauf, das heißt, es ist eine ultimative Johanna Shorts. Sie ist einfach perfekt und deswegen, ja, habe ich die mitgenommen, weil ich sie einfach so süß fand. Mehr gibt es da echt nicht zu sagen, Leute. Ich fand sie einfach süß, deswegen habe ich sie mitgenommen. What? Dann war ich bei Forever 21 und da habe ich mir einen Teil mitgenommen, was für mich ziemlich untypisch ist, weil ich da normalerweise immer total viel kaufe. Aber ja, das habt ihr schon, also dieses Teil, diese Shorts, habt ihr schon in meinem Summer-Lookbook gesehen. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, in der Infobox verlinkt. Auf jeden Fall ist das eine ganz normale High-Waisted Short. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist, dass sie schon ziemlich, ziemlich kurz ist. Und ja, das mag ich nicht so gerne. Deswegen muss man da immer so ein bisschen schauen, dass ja nichts rausguckt, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber ja, ich finde die trotzdem hübsch. Leute, dann war ich bei Bershka und da habe ich einige Teile gefunden, beziehungsweise vier Teile, was jetzt gar nicht so viel ist, aber doch ziemlich viel. Und zwar als erstes dieses Teil hier. Das habe ich jetzt schon relativ lange bei mir rumliegen, deswegen habt ihr es vielleicht auch schon in irgendeinem Video gesehen. Und zwar erinnert mich das total an diese Tanktops von Brandy Melville. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber die sehen auch so ähnlich aus. Und ungelogen, ich trage das fast jeden dritten oder zweiten Tag. Also ich übe das total, weil man das wirklich zu allem anziehen kann. Dann ein Kleid, was ich zuerst schon an hatte, aber ich wollte es euch so zeigen und nicht so anhaben, weil ich mag das nicht, wenn es Leute machen. Auf jeden Fall ist das so ein wunderschönes weißes Kleid. Ich glaube, man kann sich das jetzt gar nicht gut vorstellen, wie schön das ist. Ich finde das einfach wunderbar. Okay, gut, es ist falsch herum, deswegen ist es nicht so schön. Und zwar ist das so ein weißes Kleid und ich wollte schon so lange ein ganz normales weißes Kleid haben. Das ist jetzt ziemlich kurz, aber ich dachte mir einfach so für den Strand und auch generell für den Urlaub ist das einfach so perfekt. Das ist so hübsch, ich finde das einfach so mega genial, vor allem hinten. Ich finde den Rückenausschnitt irgendwie total schön, weil, okay, man sieht das jetzt nicht, aber hier hinten gibt es eben solche Quasten oder wie man die nennt und auch diese Details hier an der Taille. Ich finde dieses Kleid einfach so schön. Als nächstes noch ein Kleid und zwar ist das so ein blau-weiß gestreiftes Kleid. Aber es ist nicht so ganz normal gestreift, sondern hier vorne gehen die Streifen so zusammen und unten sind sie dann so relativ normal. Aber es hat eben doch dieses gewisse Detail wegen den Streifen und das alles. Und ich finde das wirklich schön. Vor allem die Ärmel sind etwas länger als sonst. Deswegen ist das auch so ein bisschen besonders. Dann ein Teil, wo ich mir echt nicht mehr sicher bin, ob ich euch das schon gezeigt habe oder nicht. Deswegen entschuldigt das, falls ich euch es schon mal gezeigt habe. Ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern, wann ich dieses Teil gekauft habe. Alles, was ich weiß, ist, dass es von Bershka ist. Und zwar sieht das so aus. Mittlerweile gefällt es mir leider nicht mehr so gut, aber ich finde es trotzdem ganz schön. Vor allem ist es sehr, sehr angenehm. Das ist so in einem grau-weiß melierten Stoff und hat dann eben hier diese Schnürungen und ja, ich finde das eigentlich ganz schön. Ich muss nur schauen, wie ich das kombiniere. Ich mache jetzt weiter mit Accessoires, beziehungsweise ich habe noch ein paar Schuhe und die haben irgendwie nur 15 Euro gekostet und ich finde die einfach total schön dafür, dass sie, wie gesagt, nur so günstig waren.
Sie sehen in echt nicht ganz so gelbstichig aus, wenn ihr wisst, was ich meine. Also nicht ganz so orange. Dann habe ich auch noch diesen Rucksack gekauft. Den habt ihr allerdings jetzt schon in meinem Favoritenvideo gesehen. Aber ja, ich wollte es euch einfach trotzdem nochmal zeigen. Ich finde den irgendwie ganz hübsch, diesen Rucksack hier. Und ich hatte den heute um, ich habe den sonst um. Ich hatte den, wie ich nach Kopenhagen geflogen bin, hatte ich den mit. Und ich habe den wirklich total oft mit, weil ich den einfach so schön finde. Und warum kommt eigentlich heute alles so orange-stichig rüber? Ich weiß es nicht. Das war es jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und falls ihr mehr Hauls sehen wollt, beziehungsweise bald einen Back-to-School-Clothing-Haul sehen wollt, dann schreibt mir das in die Kommentare oder gebt dem Video einen Daumen hoch, weil ich habe schon ein paar Sachen gekauft. Aber die werde ich euch dann eben ein anderes Mal zeigen. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag. Und ja, ich würde sagen, ich höre jetzt auf zu reden. Ich habe euch total, total lieb und bis zum nächsten Mal. Tschüss!